Herzlich willkommen in dem Channel My Games Club und ich möchte heute mit euch Robot 2 Arena spielen. Ein unfassbar gutes Spiel. Man kann gar nicht sagen, wie unglaublich die Engine ist von diesem Spiel und wie beeindruckend das ist. Zuerst müssen wir ein Team gründen. Das nennen wir My englische Tastatur. Natürlich My Games Club. Und das Motto ist Spielen macht Spaß. Spaß. Ja, nein, Spaß ist ein doofes Wort. Spielen ist toll. So, so Smiley hin. Sehr gut. Und natürlich nehmen wir das Atomsymbol. Dann drücken wir auf Continue und hier können wir dann auch schon anfangen, unseren Roboter zusammenzubauen. Wir gehen auf den Workshop und können hier den Bot einen Namen geben. Wir nennen ihn Bot 1. Dann können wir das Chassis bauen, die Struktur. Und hier nehmen wir einfach etwas Quadratisches. Perfekt. In Step 2 können wir die Höhe davon anpassen. Also hier sehen wir unseren Schuhkarton, das wird jetzt unser Roboter. Und ja, sieht toll aus, finde ich. Das nächste nehmen wir die Armor, haben wir Plastik, bisschen leichter, dafür nicht so stabil. Aluminium halt bisschen schwerer, bisschen stabiler. Titanium ist natürlich dann schon einiges stabiler, aber hält auch ein bisschen, also hält natürlich auch ein bisschen mehr aus und das stabilste ist natürlich Stahl und wir nehmen Stahl. Finish. So. Jetzt können wir anfangen, unseren Roboter zusammenzubauen. Ich würde sagen, wir fangen mit den Motoren an. Hier nehmen wir den Z-Tech Motor HP High Power. So, und den können wir dann einfach hier reinbauen. So. Konzentrieren, konzentrieren. Perfekt. Ah, probieren wir den nächsten hier auch noch irgendwie reinzusetzen auf dieselbe Stelle. Am besten. Sehr gut. Ihr seht natürlich direkt, dass ich 4 Reifen haben werde. 4 Reifen, ne? Und das da ist vorne, ne? Das hinten, das war ganz klar. Packen wir noch die Reifen dran, dann sieht es schon aus wie ein Fahrzeug. Hopp. Ah, die Reifen sind nicht gut, nehmen wir lieber die Reifen hier. Weg damit, den Go-Kart-Reifen. Perfekt. So, jetzt brauchen wir noch hier eine Batterie. Dann nehmen wir direkt hier Super Volt Batterie, so eine Autobatterie. Anpassen und sehr gut. Und die Platine brauchen wir auch noch. Sehr gut. So, jetzt können wir schon anfangen. Unsere ersten Programmierkünste. Ja. Man muss hier programmieren, das ist absolut kompliziert. Holen wir die positive Achse ist W und die negative ist S. Und hier machen wir dasselbe mit A und D. Drücken wir hier drauf und dass wir nachdenken. Clockweise, clockweise. Gucken wir jetzt so an. Eine Uhr. Das ist dann A. Ne, A ist doof. Hier. Glockweise ist B und das andere ist S. Hier machen wir das dann auch. So, und hier müssen wir dann entgegen der Uhr und das andere ist dann mit der Uhr. Und dann hier wieder entgegen und wieder mit der Uhr. Perfekt. Jetzt kann das Fahrzeug nach vorne, nach hinten fahren.
Und A und D sollen zum Lenken sein, also halt einmal nach links und einmal nach rechts. Dafür müssen wir wieder nachdenken. Weil wir haben hier wieder die Uhr, die Uhr, die Uhr. Wenn wir nach links fahren wollen, dann müssen die Reifen mit der Uhr. Nein, gegen die Uhr. Und das muss mit der Uhr sein. Ah. Gegen und mit. Gegen und mit der Uhr. Und hier müssen wir dann mit der Uhr und gegen. Und mit der Uhr und gegen. Okay, jetzt haben wir unsere Motoren programmiert. Das können wir jetzt mal testen. Kann vorwärts fahren, rückwärts fahren. Kann aber nicht rechts und links fahren. Das heißt, wir haben Mist gebaut oder ich habe Mist gebaut. Nochmal nachdenken. Spin-Konter. Ach ja, okay, klar. Müssen wir das so machen. Sehr gut. Ah, das hatte ich ein bisschen schnell. Alles egal. Das ist perfekt. Das muss so sein. Man kann ja auch andere Motoren nehmen, aber wir wollten ja super Motoren. Brauchen ein bisschen Gefühl einfach für. Als nächstes kommen wir zu der Bewaffnung. Hier nehmen wir das Ding hier. Das ist so wie eine Axt praktisch. Oh nein. Was ist los? Sehr gut. Okay, und jetzt müssen wir die Dinger ausrichten. Ungefähr so. Und dann bauen wir ein kleines Gestänge dran. 20 cm. Was sind jetzt schon 20 cm? Da brauchen wir ein bisschen mehr. Hallo? Sehr gut. Und dann nehmen wir noch in unseren kleinen Koffer mit. Das da. Drehen. Ah, wir sind auch gleich schon fertig mit dem Roboter. Dauert nicht mehr lange. Hoffe ich. 90 Degrees und verdammt, das geht schon dran. Na, machen wir es so. Und an die Enden bauen wir, was bauen wir da dran? Hier diese kleinen Dornen. Schön. Als nächstes brauchen wir noch, was brauchen wir noch? Wir bauen noch irgendwas Kleines hier zum Verteidigen rein. Nehmen wir irgendwie. Was ist das? Komm, bitte, bitte. Ah, da war was. Ich hab's gesehen. Sehr gut.
in falsche Richtung. Warum geht das nicht? Warum? Warum geht das nicht? Wir probieren das nochmal. Nein, 20 sind wir zu klein. Wir brauchen 40, 40, 40. Probieren wir 40. Jetzt müssen wir hoffen, dass hier auch die richtigen Enden sind, damit wir da unser Gestänge dran bauen können. Ah, wunderbar. So, und da bauen wir dran einen. Perfekt. Und da bauen wir dran hier sowas. So, tück, 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 tück. Und dann nehmen wir noch hier so zwei Picken. Irgendwie hier. Oh, oh. Ah, das ist doof. Last, nee, das brauchen wir nicht. Uneffektiv. Oh, das ist wieder weg. Ich weiß nicht. Mach es lieber anders. Wir machen das Ding hier wieder weg. Und bauen dafür das Ding im 90 Grad hin. Holen wieder hier so ein kleines Stück. Bauen auch so hin und nehmen wieder so ein 90 Grad Stück. Bauen auch so hin. Und da vorne setzen wir ran eine Rammplatte. Oder hier. Ah, das könnte schon gut sein. Eine Rammplatte. Nee, Rammplatte ist auch Kinderkacke. Nee. Bauen wir das hier dran. So, jetzt ist noch die nächste Sache machen. Wir müssen ja hier die nächste Hightech-Programmierung machen. Dafür nehmen wir Space und machen Fire. Und Fire. Oh. Ja, das ist fast schon richtig. Jetzt müssen wir noch auf den hier drauf drücken und dem sagen, dass wir nach vorne gehen sollen. So ungefähr. Das ist ja wunderschön. Gut. Waffen haben wir, Motorisierung haben wir, Schutz haben wir. Und Programmierung ist auch fertig. Können wir jetzt noch ein paar Texturen drauf patchen. Irgendwie hier Lava von allen Seiten, damit er auch schön aussieht. Unten drunter noch. Oh. Dann auch hier so Kratzspuren, damit er so aussieht, als ob er schon gekämpft hätte. Oder musste. Nehmen noch hier irgendwie Flecken und ein paar Kratzer.
noch schöne Ecken. So, und dann würde ich sagen, ist der Bot schon fast fertig. Ah, genau, was wir noch machen können ist... Ah. So. Das wäre unrealistisch, wenn hier die Dinger einfach irgendwie durch das Chassis schlagen. Also wir können dann hier so Schlitze reinmachen. Oh, ist ein Stück tiefer. So ungefähr. Und dasselbe nochmal drehen. Das kann ich so einfach das zu drehen, sehe ich gerade. Und ja, genau da. Nein. Doch. Perfekt. Und dann nehmen wir dasselbe nochmal. So. Drehen das. Und perfekt. Jetzt hat es auch alles realistisch nah hier. Dann können wir noch irgendwas Schönes nehmen, weiß ich nicht. Was brauchen wir denn? So, damit wir auch wissen, wo vorne ist. Und unten drunter kommt... Ja, einfach so ein Ding. Atomzeichen. Wunderschön. Okay, der Roboter ist fertig. Dann kann ich es mal testen. Kann fahren, kann schlagen. Alles klar. Paintjob's auch fertig. Gut, das war's, wie man einen Roboter baut. In dem nächsten Part werde ich den Roboter ausprobieren. Und werde ein bisschen in der Arena spielen und gucken, ob ich mit dem Roboter noch was machen kann. Was wir natürlich jetzt auch machen können. Eine Sache können wir noch machen. Hier, man kann den Roboter so hier ausrichten und dann hier. Ah, noch ein bisschen näher. Das muss man ja sehen hier. Das Meisterwerk. Perfekt. Okay, das war es jetzt auch wirklich mit dem Roboter. Im nächsten Part werden wir ihn ausprobieren und gucken, wie weit wir damit in der Liga kommen werden. Also schaltet ein, bis im nächsten Part von... Ah, wie heißt das Spiel überhaupt? Robot 2 Arena? Robot 2 Arena. Alles klar, schaltet ein.